Bei der Deutschen Bahn sind durch den Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder zahlreiche Fern- und Regionalzüge ausgefallen. Im Güterverkehr ging der Streik am Abend zu Ende, im Personenverkehr dauert er noch bis 2 Uhr. Die Bahn war auch in der zweiten Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik juristisch zu verhindern. Das Hessische Landesarbeitsgericht stellte fest, trotz der kurzen Ankündigungsfrist sei der Streik nicht unverhältnismäßig. Gestreikt haben heute auch die Flugbegleiter der Lufthansa. In Frankfurt am Main fielen rund 600 Flüge aus. Die Gewerkschaft UFO fordert unter anderem 15% mehr Geld. Morgen streiken die Flugbegleiter der Lufthansa in München. Für Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Fluggastkontrolle zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind deutschlandweit 5 Flughäfen. Der Bahnverkehr zählt wegen seines Beitrags zur Grundversorgung der Allgemeinheit zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Rufe nach einer gesetzlichen Änderung des Streikrechts für diese Branche werden lauter. Mehr dazu von Anja Kohl. Es geht um die sogenannte Daseinsvorsorge, die bei zeitgleichen, sich über Monate hinziehenden Streiks in der kritischen Infrastruktur nicht mehr gewährleistet sein kann. Und um die hohen Kosten für die Gesamtwirtschaft, die entstehen, weil wichtige Lieferketten nicht mehr richtig funktionieren. Zu den Vorschlägen gehören feste Ankündigungspflichten, um kurzfristige Wellenstreiks auszuschließen, sodass sich alle Beteiligten, auch die Wirtschaft, auf die Streiks einstellen und frühzeitig umplanen können. Außerdem im Fall eines festgefahrenen Tarifkonflikts festgelegte Schlichtungsverfahren, die die Tarifpartner an den Tisch zurückholen, um eine Lösung zu finden. Gäbe es ein solches Gesetz, könnte eine Schlichtung nicht einfach grundsätzlich abgelehnt werden, wie es GDL-Chef Weselski aktuell tut. Schon gar nicht, wenn, wie jetzt, ein weitreichendes Kompromissangebot, in diesem Fall des Bahnvorstandes, auf dem Tisch liegt. Die Teuerung hat sich weiter abgeschwächt. Die Preise stiegen im Februar um 2,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Lebensmittel verteuerten sich nur noch um 0,9%. Im Januar waren es noch 3,8%. Die Preise für Energie sind weiter gesunken, und zwar um 2,4%. Schon im Januar waren sie zurückgegangen um 2,8%.